Wir haben ja vor einigen Wochen Römer 8 abgeschlossen. Also Römer 1 bis 8, muss man sagen. Jetzt sind wir ja ganz am Ende von Römer 8 und eigentlich könnte man jetzt meinen, damit ist der Römerbrief eigentlich im Wesentlichen zu Ende. Was soll danach noch kommen? Nach Römer 8. Vielleicht noch ein wenig Schlussgeplänkel, noch ein wenig Dinge, die Paulus noch nachschieben möchte, die ihm auch noch irgendwie wichtig erscheinen und so ein paar Aneinanderreihen von Stichworten. Was sollte nach Römer 8 doch Großes kommen? Aber wir sind noch lange nicht fertig mit dem Römerbrief und Römer 8 ist nicht das Ende, sondern Römer 8 ist das Ende von einem Abschnitt und beginnt nun mit einem ganz wesentlichen anderen Abschnitt, aber auch nicht wirklich einem anderen Abschnitt. Manche Ausleger sagen, jetzt kommt was ganz Neues. Stimmt aber gar nicht. Alles, was vorher war, führt nun hin zu Römer 9 bis Römer 11. Und wir werden das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahre dauert es nicht, da kann ich Sie beruhigen, dahin noch kommen, was es mit Römer 9 bis 11 auf sich hat. Den Höhepunkt des Römerbriefes haben wir mit Römer 8 noch nicht erreicht, falls Sie das gedacht haben sollten. Vor allem die Frage, was tut Gott eigentlich in dieser Welt? Warum macht Gott das so? Und wir werden das im Folgenden sehen, dass wir sehr, sehr vieles nachzudenken haben. Die folgenden Lektionen sind nicht leicht. Man muss wirklich gründlich nachdenken. Für manche wird es vielleicht ein bisschen, bei uns würde man sagen, dröge erscheinen. Für die anderen sind das die großen Geheimnisse des Glaubens, die jetzt erst richtig aufleuchten. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht sagen, ach, das ist ja alles nur Geschlechtsregister, Abraham, Isaak, und dann kommt Jakob, Esau und dann die anderen alle noch danach und so ein paar Randgestalten, die auch eine Rolle spielen. Nein, nein, das sind nicht einfach nur Randgestalten, nicht nur Geschlechtsregister, sondern hier geht es jetzt um das Eigentliche, worauf Paulus hinaus wollte und hinaus musste. Ein wenig Geduld brauchen wir noch. Nach Römer 8 könnte für Paulus nun eigentlich ein ganz neuer Abschnitt beginnen, eine neue Ära auch für sein Volk und für die Menschen, die um ihn sind. Alles Wesentliche scheint da geklärt zu sein. Wir sind selig, wir sind erlöst, wir haben alles, was wir nur uns erträumen konnten. Und damit ist doch eigentlich alles fertig, alles am Ziel. Was denn noch? Man könnte sagen, das Alte Testament ist passé, Altes Testament ist vorbei, das Gesetz ist vorbei, Israel ist vorbei, alles vorbei, jetzt kommt eine neue Zeit der Gemeinde, die Zeit der Kirche. Jetzt kommt das wahre Volk Gottes, sagen manche. Und das andere, das ist einfach vorbei und vergessen, ein Schnitt. Das ist heute eine ganz wichtige Frage in der allgemeinen Theologie, nämlich die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Israel? Spielt Israel überhaupt noch irgendeine Rolle? Oder ist Israel, so wie wir es heute kennen, einfach nur ein Volk wie alle anderen Völker auch, ohne jede Bedeutung für uns? In welchem Verhältnis steht Israel zur Kirche, zur Gemeinde, zum Neuen Testament? Ist Israel nicht verworfen? Ist Israel nicht verstockt und damit einfach weg von der Bildfläche? Ist Israel nicht abgelöst durch die Gemeinde Jesu? Und die Kirche tritt nun als das wahre Volk Gottes an die Stelle von Israel. Und wir merken das schon, die Beantwortung dieser Frage hat ja weitreichende Konsequenzen, auch ganz tragische Konsequenzen. Wir haben das ja noch fast vor Augen. Der Antisemitismus in der ganzen Kirchengeschichte wäre nicht denkbar gewesen, wenn diese Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes klarer ausgelegt, klarer verstanden worden wären. Wenn die Kirche Römer 9 bis 11 gelesen und verstanden und nicht übergangen hätte. Die Judenverfolgung durch die Jahrhunderte hindurch in Spanien, in Russland, auch in Europa wäre nicht denkbar gewesen bei Beachtung von Römer 9 bis 11. Der Holocaust im Dritten Reich wäre nicht denkbar gewesen, wenn eine Kirche wach gewesen wäre und diesen Abschnitt sehr genau gelesen und gekannt und verstanden hätte als Gottes vollgültiges Wort auch in unserer heutigen Zeit und auch über dem Volk Israel. Die Beantwortung dieser Frage nach dem Verhältnis Israel und Gemeinde nach Römer 9 bis 11 hätte völlig andere Konsequenzen gehabt.
Wir denken natürlich auch an Martin Luther. Martin Luther, der zumindest sprachlich manches ausgelöst hat, wahrscheinlich was anderes noch gemeint hat, aber sprachlich war er ein wenig mit dafür verantwortlich, dass dieser Boden bereitet wurde für einen gewissen Antisemitismus in unserer Zeit. Wir kennen diese Sprüche, die wir ja bis heute gelegentlich hören oder lesen, nämlich, dass die Juden unseren Herrn Jesus ermordet hätten. Die Juden seien die Christusmörder und deswegen seien sie und hätten sie es auch verdient, für alle Zeiten verworfen zu sein. Bei Luther kann man es noch ein wenig verstehen, warum er so gedacht hat. Luther, der ja aus der ganz dunklen Zeit des schweren, düsteren Katholizismus kam, selbst darunter gelitten hatte und durch viel Ringen hindurch endlich das Evangelium verstanden hat, also er selber auch, endlich das Evangelium verstanden hat und begriffen hat, dass jetzt ein neues Zeitalter beginnt, ein Zeitalter, in dem das Evangelium zum Leuchten gebracht wird, in dem das Evangelium endlich nach Jahrhunderten wieder deutlich zu erkennen ist. Und er hat natürlich geglaubt, wenn man dieses Evangelium, das ihm jetzt gegeben war und aufgegangen ist, wenn man dieses Evangelium jetzt verkündigt, dann müssen die Menschen in Scharen kommen. Wenn man dieses Evangelium verkündigt, dann müssen die jüdischen Mitbürger, die sich ja auskennen in der Schrift, in Scharen kommen und zum Glauben an Jesus kommen. Dahinter steckt der Gedanke, die konnten ja gar nicht zum Glauben kommen. Bei diesem verborgenen Evangelium der dunklen Mittelalterzeit, da kann doch kein Mensch zum Glauben kommen. Aber jetzt, meinte Luther, jetzt müsste es kommen. Luther war auch davon überzeugt, dass in seiner Zeit das Reich Christi anbrechen würde. Er war sicher, dass er das noch erleben würde, weil das Evangelium mit Macht jetzt vorkam und aufleuchtete. Und dann kam diese tiefe Enttäuschung. Auch die jüdischen Mitmenschen, die es in großer Zahl gab, rührten sich gar nicht. Sie fragten nicht danach. Sie waren völlig unbeeindruckt. Da hatte er dieses Evangelium ganz neu entdeckt, verkündigt, gesagt und kein Mensch reagiert. Und die, von denen er es am meisten erwartet hätte, eben auch nicht. Dann verstehen wir ein wenig seine Reaktion, dass er dachte, dieses Volk ist wirklich und für alle Zeit verstockt. Da ist jetzt nichts mehr zu erwarten. Was für eine Täuschung! Was für eine Täuschung, auch bei Martin Luther. Paulus kann ganz anders als vielleicht wir und viele Theologen unserer Zeit sein Volk nicht einfach abservieren, denn es ist sein Volk, seine Stammverwandten nach dem Fleisch. Er betont das sehr deutlich. Und diese genialen Kapitel 9 bis 11 sind das Ergebnis eines ganz tiefen Ringens des Apostels um sein Volk. Ich vermute, er hat Jahre dafür gebraucht, um dieses Problem, um dieses in sich verknotete System von verschiedenen Wegen Gottes mit seinen Menschen irgendwie zu durchschauen, zu verstehen und dann auch noch zu formulieren, dass es andere auch noch verstehen können. Das war eine unglaubliche geistliche und mentale Leistung von diesem Apostel. Römer 9 bis 11 ist darum auch kein neues Thema, sondern es ist das Thema, das nach Römer 8 einfach kommen muss. Das geht ja gar nicht anders. Wenn man das Verhältnis zu seinem Volk Israel in irgendeiner Weise bestimmen will und wenn man fragt, wo geht denn jetzt bitte schön der rote Faden weiter, wenn er nicht einfach abreißt, abgeschnitten wird, wie es viele Ausleger betonen. Dass wir nicht sagen können mit allen möglichen Kirchen, Freikirchen, katholischer Kirche, evangelischer Kirche, mit Israel ist es vorbei, Israel spielt keine Rolle mehr, Israel hat keinerlei Bedeutung mehr, sondern sei ein ganz gewöhnlicher Staat, wie alle anderen auch. Sondern Paulus sagt absolut nicht, sondern es gibt immer noch einen Weg, den Gott mit seinem Volk Israel hat. Er bleibt dabei, dass seine Brüder und Stammverwandten einen Besitz haben, wie er es sagt. Sie sind Eigentümer, sie besitzen etwas, was
nur sie in dieser Weise besitzen, etwas, was ihnen nicht genommen werden kann. Und das zählt er jetzt auf. Wir kennen diese ganz kurzen Beschreibungen, nämlich die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen und die Väter. Und, sagt er, aus ihnen kommt Christus her nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles. Und schon bei dieser Aufzählung merken wir, was er eigentlich will. Er will sagen, das kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Das kann man doch nicht einfach wegnehmen, als wäre das alles nichts. Dass Gott auch nicht sagen will, es tut mir leid, aber ich habe mich getäuscht. Ich habe mich übernommen mit diesem Volk. Ich habe es gewollt, aber nicht hingekriegt. Gut gemeint und schlecht gemacht. Wollten wir ihm das unterstellen? Dass er großartige Ideen hatte, aber das aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommt? Dass er sich mit diesem Volk übernommen hätte? Und jetzt sich eingestehen muss, dass er die Macht des Widerstandes und der Sünde und des Unglaubens unterschätzt habe? Oder dass Gott jetzt sagt, ich probiere einfach mal was anderes? Wäre auch denkbar, wir würden so machen. Einfach mal was anderes. Wenn das eine nicht funktioniert, machen wir eben was anderes. Er sagt auch nicht, schade, dass Sie Jesus abgelehnt haben, also gilt das alles nicht mehr und wir beginnen etwas Neues. Alles war vergeblich, Kindschaft, Herrlichkeit, Bundesschlüsse, Gesetz, Gottesdienst, Verheißungen, Väter, sogar der Messias, der aus ihnen herauskommt, scheint vergeblich zu sein für sie. Und dann sagt Paulus, das sage ich damit nicht. Wir würden heute formulieren, ich will damit nicht sagen. Das ist genau die Formulierung, ich will damit nicht sagen. Nicht, dass sich jemand täuscht. Ich will damit nicht sagen, sondern ich sage damit, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass habe. Ich sage damit aber nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn das ist undenkbar. Das ist unmöglich, dass dieses Wort, diese Verheißung, alles, was ihnen gegeben war, hinfallen sollte. Denn es gilt immer noch, was Jesus gesagt hat, Matthäus 5, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Alles. Das gilt bis heute. Auch für Israel. Ich sage damit also nicht, dass die Verheißungen der Propheten über Israel jetzt einfach als Besitz auf die Gemeinde, auf die Kirche übergehen oder dass Israel die Herrlichkeit genommen würde und der Kirche übertragen würden, dass die Kirche sozusagen sich als die Nachfolgerin Israels feiern darf. Ich sage damit nicht, dass die Kindschaft, die Sohnschaft, wie es hier heißt, Israels, auf die Christen einfach übergegangen wäre. Und wir können das gerade an diesem Begriff der Kindschaft, der Sohnschaft noch einmal sehen, warum das so wichtig ist. Man könnte ja meinen, im Alten Testament gab es die Sohnschaft Israels, im Neuen Testament gibt es eben die Kindschaft der Christen, die ja auch Kinder Gottes genannt werden. Und es ist wahr, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Auch denen, die nie einen Anspruch darauf hatten. Die haben jetzt die Macht, das heißt das Vermögen, die Möglichkeit, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hat die Sohnschaft Israels jetzt aufgehört? Keineswegs, sagt Paulus, sondern gerade dieser Begriff der Sohnschaft und der Kindschaft zeigt im Unterschied zu allen anderen Begriffen, zum Beispiel zum Begriff der Knechtschaft, dass es nicht aufhören kann. Und wir müssen das immer wieder sehen und auch für uns persönlich nehmen. Kindschaft hört nicht auf. Knechtschaft hat ein Ende. Egal, ob es ein guter oder schlechter Knecht war, auch die guten Knechte haben irgendwann ihr Ende, sie werden entlassen, sie kriegen ihren Lohn, wenn sie in der Bibelstunde waren am Mittwoch, dann haben sie das gehört. Jede Knechtschaft geht zu Ende, jeder Knecht bekommt seinen Lohn, fertig, aus. Ruhestand und dann ist Schluss, wenn es sowas gibt wie einen Ruhestand. Aber das ist die Knechtschaft. Da gibt es keinen Anspruch über den vereinbarten Lohn hinaus. Egal wie gut man war, wie treu man war, wie begeistert man seinen Dienst getan hat. Bei der Kindschaft ist das anders.
Normalerweise sind die Kinder ja viel näher am Vater als die Knechte. Normalerweise, schon im Anblick des Erbes, werden sie sich ein wenig darauf einstellen, dass es da was zu holen gibt, zu erwarten gibt und dann auch ein wenig mit Hand anlegen. Aber es gibt auch andere, die sagen, wir kennen das, ich will es heute schon. Also nicht, dass sie verzichten würden, sondern sie wollen schon vorzeitig und ziehen damit los in ihr Leben. Lukas 15, da haben wir das Paradebeispiel. Nimmt sein Erbe und geht und bringt alles durch. Wir kennen dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn durch und durch, müssen uns nur daran erinnern und werden sehen, anders als der Knecht hört die Kindschaft einfach nicht auf. Nicht nur für den, der zu Hause geblieben ist und der am Ende sagen kann, ich habe dir immer treu gedient, ich war immer da, ich habe nie nach Lohn gefragt, ich habe nichts von dir gewollt, als einfach dein Sohn zu sein und dir treu zu sein und ja auch sein Sohn geblieben ist. Und jetzt kommt dieser misslungene, heruntergekommene andere Sohn nach Hause und der will gar nichts anderes als zu sagen, ich will der geringste aller Knechte bei dir sein. Das heißt, er kann sich auch selber nicht mehr vorstellen, dass da noch irgendetwas sein sollte für ihn. Für den anderen Sohn ist es völlig klar, Kindschaft ist vorbei, Kindschaft ist passé, da habe ich nichts mehr zu erwarten. Wäre ja auch logisch, menschlich verständlich, dass ein Vater oder eine Mutter irgendwann auch einmal sagen kann, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend, du hast den Bogen überspannt und jetzt gehst du bitte. Ich kenne manche, in deren Leben das so war. Die sind einfach rausgeschmissen worden zu Hause, weil die Eltern es nicht mehr ertragen haben. Könnte verständlich sein, könnte. So hat der Sohn gedacht und erfährt jetzt, Sohnschaft hört nicht auf. Er kommt nach Hause, so heruntergekommen, wie er ist, hat alles verbraten, alles durchgebracht, hat nichts mehr in Händen, außer dem einen. Und das weiß er nicht mal. Er ist sein Sohn. Und die Reaktion des Vaters: Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du einer meiner Knechte sein solltest. Du bist mein Sohn, bring schnell her den Ring und das gemästete Kalb und lasst uns feiern. Das ist der Vater. Da sehen wir den Vater. Und Sohnschaft definiert sich durch den Vater, nicht durch uns. Ob ich mir vorstellen kann, immer noch ein Sohn des Vaters zu sein, sondern ob er sich's vorstellen kann, dass diese Sohnschaft aufhören sollte. Und er sagt, Sohnschaft hört nicht auf. Es geht in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn nicht um irgendwelche Söhne dieser Welt, um irgendwelche beliebige Söhne. Es geht hier nicht um ein nettes Beispiel, wie man sein Leben irgendwie auch definieren könnte, wenn man sich als Sohn versteht. Es geht um den verlorenen Sohn. Es geht um das Volk Israel, das tatsächlich an manchen Stellen alles durchgebracht hat. Seinen Vater verlassen hat, die Kindschaft verlassen hat. Und am Ende zurückkehrt und feststellt, Kindschaft kann nicht aufhören, weil es Kindschaft ist. Ein Kind hört nicht auf, Kind zu sein, seines Vaters und seiner Mutter. Das lässt sich nicht mehr auflösen. Darum ist uns das so wichtig. Wir sind keine Knechte. Paulus sagt das immer wieder. Wir sind keine Knechte. Wir sind keine Diener. Wir sind keine Angestellten auf Zeit. Wir sind auch keine Kinder auf Zeit. Kindschaft gibt es nicht auf Zeit, sondern Kindschaft beginnt und Kindschaft hört nicht mehr auf. Erinnern Sie sich an Römer 8? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Das Hohe nicht, das Tiefe auch nicht. Daran knüpft Paulus an. Nichts kann uns scheiden. Auch der verlorene Sohn in seinem Dreck darf das erfahren. Nichts kann mich scheiden von der Liebe des Vaters. Das muss man erstmal begreifen und neu annehmen können und darin leben können. Wie gut das ist, dass ich zurückkehren darf zum Vater und immer noch der Sohn bin. Das ist dieser Begriff der Sohnschaft, der uns so fundamental
wichtig ist, was für ein Vorrecht das ist, wenn es heißt, welche ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist ein juristischer Begriff. Wenn wir von Kindschaft reden, dann meinen wir nicht zuerst, dass wir einen kindlichen Glauben haben sollen, so einen ganz naiven Glauben, der einfach alles glaubt und über alles hinweg lächelt. Sondern Kindschaft ist genau das. Es kann nicht mehr aufhören. Dann wird Paulus wesentlich präziser, um diesen roten Faden im Blick zu behalten. Er sagt, nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen, auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum auch seine Kinder. Ups, müsste man sagen, was ist das? Sind nicht alle, die von Abraham stammen, auch seine Kinder? Das haben wir doch immer so gelernt. Das haben auch die Juden immer so gelernt. Das war die gängige Meinung in Israel, dass sie per Geburt als Nachkommen Abrahams automatisch alle auch seine Kinder sind. Und Paulus sagt, Moment, da ist eine Hürde, eine Klippe. Da gibt es etwas, das dürft ihr nicht übersehen, denn ganz so einfach ist das nicht. Schon von Anfang an war klar, dass Ismael auch ein Nachkomme Abrahams war. Ismael kennen wir doch, den Sohn von der anderen, nicht von Sarah, der ein Sohn verheißen war, sondern Ismael, der Sohn der Hagar, der Magd, zwar ein Sohn Abrahams, aber nicht zur Kindschaft berufen, sondern so ein Mittelding, irgendetwas zwischen Knecht und Sohn, aber nicht ganz Sohn, aber vor allem nicht Sohn der Verheißung. Das war so ein Versuch von Abraham, doch noch irgendwie zu einem Sohn zu kommen, weil er nicht warten konnte, weil er nicht genug Geduld hatte, nicht glauben konnte bis dahin. Nur was von Isaak stammt, heißt es dann weiter, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Kinder Gottes, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah einen Sohn haben. Und dann geht es noch einen kleinen Schritt weiter. In der nächsten Generation kommt es zu einer weiteren Ausdifferenzierung, die sehr, sehr wesentlich ist. Vielleicht haben wir es noch gar nicht so bewusst gemerkt, nämlich da geht es um Jakob und Esau. Und die Verheißung geht nur auf Jakob über und nicht auf Esau. Esau verliert diese Verheißung, wir kennen die Geschichte, weil er wegen diesem Linseneintopf es verliert. Man könnte auch sagen, ziemlich dämlich, wie blöd kann man eigentlich sein, so etwas zu verspielen und abzutreten an seinen Bruder. Er hat es ja auch nicht anders verdient, würden wir sagen. Also wird Jakob erwählt, weil es Esau offensichtlich nicht verdient hat. Da haben wir einen Grund. Aha, man kann es sich also doch verdienen, wenn man nur richtig entscheidet. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ein Esau und viele andere, du musst dich nur richtig entscheiden, dann wird's auch. Könnte man ja meinen. Ähnlich würden wir es vielleicht manchmal auch sagen, weil Jakob der Bessere, der Treuere, der Klügere gewesen ist und weil wir uns für Jesus entschieden haben, weil wir auf seine Einladung geantwortet haben, weil wir reagiert haben, weil wir irgendetwas richtig gemacht haben. Vielleicht wissen wir gar nicht so genau, was wir richtig gemacht haben, aber irgendetwas muss es doch sein, was wir getan haben. Und wenn es nur darum ist, weil ich ein wenig gläubig war oder bin, irgendwie treu geblieben bin, irgendwie die Spur gehalten habe. Es mag irgendeinen Grund geben, den jeder für sich in Anspruch nimmt. Vielleicht, weil ich klüger war als andere. Vielleicht, weil ich im richtigen Augenblick da war, wo ich sein sollte, weil ich empfänglicher war als andere, weil ich so etwas wie ein Gottesgen habe. So spekulieren manche aus dem Bereich der Psychologie. Irgendwas muss da doch sein. Oder weil ich gehorsamer war als andere? Was ist es denn jetzt, was mich, was uns von anderen, die nicht glauben, unterscheidet? Wir würden das vielleicht niemals laut sagen. Aber gedacht hat es doch jeder schon, oder? Irgendwas unterscheidet mich doch von anderen.
Wenn wir es begründen sollten, warum wir und andere nicht, dann würden wir ins Schleudern geraten und kämen zu ganz sonderbaren Sätzen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Mann, der hat darauf bestanden, weil ich mich für Jesus entschieden habe. Ja, ist nicht falsch. Die Konsequenz für ihn aber war, nur darum kommen wir in den Himmel, weil wir uns für Jesus entschieden haben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, ist ja auch ganz richtig. Und die anderen kommen alle in die Hölle, aber ganz sicher. Und das wollte er unbedingt, da gehören sie auch hin. Wer nicht glaubt, soll in die Hölle. Klingt irgendwie logisch. Paulus sagt, das war's nicht. Es ist etwas anderes. Paulus sagt, Gott hat in seiner freien Wahl uns erwählt und andere verworfen. Uns erwählt und andere verworfen. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, sagt er nachher in Vers 16. Und auch von sich selbst sagt Paulus das. Nicht, weil ich so ein guter Pharisäer war, einer von den wenigen, die genauer gelesen haben und verstanden haben, sagt er nicht. Nicht, weil ich frömmer war als die anderen, sondern er kommt zu dem Schluss, Galater 1, weil es Gott wohlgefiel. Warum? Wissen wir nicht. Weil es Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. In Epheser 1 ganz ähnlich, aber noch einmal auch für uns alle, die wir hier sitzen und zu ihm gehören, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Da sind wir jetzt ganz raus. Mit unserem Denken ist der Schluss. Ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und genauso hat er Jakob erwählt und Esau verworfen. Nicht wegen dieser dämlichen Linsensuppe, sondern weil es schon vorher festgelegt war. Weil er schon vorher erwählt war, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Da müssen wir sagen, Vorsicht, wenn hier von Hass die Rede ist. Paulus meint mit Hassen etwas anderes, als wenn wir einen Menschen hassen, wenn es denn vorkommt, dass wir einen Hass empfinden. Gott hat Esau nicht gehasst, wie wir einen Menschen hassen können, sondern er hat sich für Jakob entschieden und gegen Esau entschieden. Und dieser Vergleich ist für uns enorm wichtig, weil es anders ist als bei anderen. Es sind nicht einfach zwei unterschiedliche Söhne, sondern wir haben es hier mit zwei Zwillingen zu tun, die sind gleich. Also nicht eineiig, aber zweieiig, aber immerhin, es sind Zwillinge in einem Augenblick, beide gezeugt, sie haben dieselben Eltern, haben dieselbe Zeit. Alles ist genau so und trotzdem den einen erwählt, den anderen nicht erwählt. Nichts, was in der Qualität der beiden Brüder lag, bevor die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, war Jakob schon erwählt. Unsere Konsequenz ist ja klar. Dann kann ja Esau gar nicht anders. Was soll er denn tun? Wenn er verworfen wurde, wenn Gott in seiner freien Wahl schon vorherbestimmt hatte, dann kann Esau ja nicht anders. Richtig. Esau hat keine Wahl. Esau kann nicht anders. Und man könnte sagen, vielleicht sind auch die vielen, die heute nicht zum Glauben kommen, gar nicht selber schuld. Vielleicht können die gar nicht anders. Es könnte sein, dass sie gar nicht anders können, dass sie gar keine Wahl haben, weil es ihnen keiner sagt.
dass viele tatsächlich diese Wahl nicht haben, sondern ihren Weg so gehen müssen, wie sie ihn eben gehen, ohne jemals diese Wahl zu haben. Dann kann ja vielleicht sogar ein Judas Iskariot nichts dafür, dass er bestimmt war für diesen verrückten Weg. Und wir müssten logischerweise sagen, richtig, auch ein Judas Iskariot war dazu bestimmt. Er hatte an dieser Stelle keine Wahl. Das ist die alte Geschichte mit dem freien und dem unfreien Willen, die so schwer zu lösen ist, wenn sie überhaupt zu lösen ist. Wenn alles vorherbestimmt ist, haben wir ja eigentlich gar keine Wahl. Und dann ist noch die Frage, die sich immer irgendwann stellt, ist das gerecht? Ich könnte es auch anders sagen. Darf Gott das? Darf Gott das? Und manche würden die Frage nicht direkt beantworten und Gott Vorschriften machen wollen, aber sie würden ganz sicher sagen, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Dass es alles vorherbestimmt sein soll und wir eigentlich keine Wahl haben. Ist Gott so eiskalt, dass er den einen erwählt und den anderen verwirft, den einen liebt und den anderen hasst? Und lässt er diese Nicht-Erwählten einfach ins Verderben laufen, ohne jede Chance einer Umkehr? Sieht er einfach nur zu, wie sie verloren gehen, völlig unberührt davon? Ist er gleichgültig, zornig, überdrüssig all derer, die nicht sofort auf der Matte stehen und sagen, ich will auch dir nachfolgen? Die vielleicht den Zeitpunkt verpasst haben, zu träge waren, nicht mutig genug waren, nicht entschlossen genug waren. Und vielleicht müssten wir noch einmal Römer 8 sehen und würden sagen, wenn einer nicht kalt ist, dann ist es Gott. Was wollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott so für uns ist? Und ja nicht nur für uns, sondern es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur Israel, sein Volk. Nicht nur die Gemeinde derer, die endlich doch einmal zum Glauben kamen. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist das ein Gott, der einfach nur zusieht und die einen annimmt, beruft, zu sich zieht und die anderen einfach ins Verderben laufen lässt? Und wir werden sehen, Gott ist alles andere als ein kalter Fels, an dem man nur abprallen kann. Er ist ein Fels der Liebe, an dem man sich stoßen muss. Und ich hoffe, Sie stoßen sich kräftig daran, wenn Sie es nicht schon getan haben. Und ich hoffe, Sie kommen nicht daran vorbei, an dieser Liebe Gottes des Vaters, an dieser Einladung, an diesem Rufen, an diesem Ziehen, wenn er einmal sagt bei Jesaja, was habe ich eigentlich nicht getan, was man noch tun könnte, um dieses Volk zu erreichen. Ich habe das ganze Programm von A bis Z durch. Dass Gott sagen muss, mir fällt nichts mehr ein. Ich habe alles gemacht. Was soll ich denn noch tun? Und er tut's noch immer. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt. Und wir sehen, was es ihn gekostet hat. Dass es nicht nur in frommen Sprüchen oder in strengen Einladungen und Mahnungen besteht, sondern dass es ihn den Sohn gekostet hat, seine Einladung, diese Erlösung, dass wir kommen dürfen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns und wir begreifen dürfen, dass Gottes Liebe und Erbarmen und seine Gnade ohne Ende sind. Immer wieder die Formulierung, deine Gnade reicht, so weit die Wolken gehen, so weit der Himmel ist, eben nicht nur bis zum Ende meines Weges oder so weit, wie ich gucken oder denken kann, sondern so weit der Himmel ist. So groß ist deine Gnade, dass er in seiner Liebe alles für uns getan hat und dass er noch mehr dazu bereit ist, alles
für uns zu tun und für alle, die seinen Ruf noch hören und diesem Ruf auch folgen. Die Frage, haben wir eine Wahl oder ist alles vorherbestimmt? Unsere Logik reicht dafür nicht aus. Ich kann Ihnen zwei Antworten geben, die beide wahr sind und die beide ganz eindeutig sind. Nein, wir haben keine Wahl. Wir wurden erwählt. Wir werden erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort, ja, wir haben die Wahl. Auch wenn das schwer zu denken ist, wir haben die Wahl. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Wer sonst sollte entscheiden, wenn nicht Sie? Wir haben die Wahl, wenn er uns ruft und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Sind Sie mühselig und beladen, ja oder nein? Ist doch eine einfache Frage. Sie können natürlich sitzen bleiben, wo Sie sitzen. Sie können sagen, ich nehme das ganze Gerümpel wieder mit nach Hause und lebe mein Leben weiter in dem ganzen Dreck und Sumpf meines Lebens. Können Sie machen. Schön blöd. Linsensuppe wäre besser als das. Sie haben die Wahl, wer denn sonst? Wenn der Hebräerbrief gleich zweimal sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wollen Sie es hören? Merken Sie, dass Sie gemeint sind und nicht irgendjemand sonst. Wenn Sie nicht schon dazugehören oder wenn Sie nicht noch einmal neu einen Schritt riskieren müssten, sind Sie nicht gemeint? Wir haben eine Wahl, wenn Paulus sagt in 2. Korinther 6, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt, heute ist der Tag des Heils. Oder wenn Jesus selbst, der Erhöhte, sagt in Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Diese Wahl haben Sie allemal, nämlich ob Sie antworten wollen oder nicht. Ob Sie die richtige Antwort finden oder nicht. Das ist die Riesenchance unseres Lebens. Und die Bibel sagt an einer Stelle, diese Chance haben wir zwei- oder dreimal im Leben. Das kommt nicht dauernd wieder. Irgendwann sind Sie immun gegen diese Einladung. Irgendwann sagen Sie, ach ja, er nu wieder, habe ich schon dreimal gehört. Und Sie merken gar nicht, dass die Chancen vorbei sind und dass die Tür jetzt langsam schon wieder zugeht, bis sie ganz zu ist. Sie haben die Wahl, wenn Sie hören, dass Sie eingeladen sind. Und wenn jemand seine Stimme hört, auch heute Morgen, dann ist immer höchste Zeit, allerhöchste Zeit, aufzustehen und zu sagen, hier bin ich. Noch einmal die Einladung, kommen Sie, lassen Sie es nicht an sich vorbeiziehen. Hier vorne werden Christen für Sie bereitstehen, wenn Sie wollen, mit Ihnen sprechen, mit Ihnen klären und mit Ihnen beten. Aber gehen Sie nicht einfach weiter. Das können Sie einmal machen, vielleicht zweimal. Und dann sollten Sie sich ganz eindeutig positionieren unter dem Kreuz Jesu. Die Macht erleben. Von heute an bin ich ein Kind des Vaters. Und ich kann Ihnen garantieren, das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Leben als alles, was Sie bisher gekannt haben. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ich möchte gern mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass dieses Wort uns gilt und dass auch deine Rufe, deine Einladungen, deine Mahnungen uns ganz persönlich gelten. Wie oft bist du uns schon nachgegangen? Wie oft haben wir es schon gespürt, geahnt, gedacht? Und sind jedoch wieder ausgewichen. Und das gilt ja auch uns, die wir hier sind, die an dich glauben,
was hast du alles getan, bis wir endlich dich gehört und angenommen haben. Und darum dürfen wir dich herzlich bitten, auch für die, die noch an der Schwelle stehen, lass sie doch mutig sein, lass sie diesen Schritt gehen, lass sie das erkennen und sehen, was du ihnen anzubieten hast. Dass es nicht nur ein wenig Frömmigkeit ist, nicht nur ein wenig Glauben, sondern dass es die Fülle des Lebens ist, ewiges Leben. Ewiges Heil, Erlösung, Frieden in der Tiefe unseres Lebens, dass du alles neu machst. Herr, das wünschen wir uns für uns, die wir hier sind, für uns, die jetzt an dieser Schwelle stehen und bitten dich, dass du sie erreichst mit diesem Ruf und mit deinem Wort und wollen dir darüber die Ehre geben. Danke, dass du uns ganz persönlich meinst, in deiner Liebe, in deiner Erlösung, in deinem Heil. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.